So, hallo, wir machen weiter bei Things und ich muss den Save State laden, damit der Mond gespeichert wird. Wir sind auf dem Level Laser Repellent angekommen und gucken uns das mal an. Ich werde jetzt mal so ein, zwei Folgen aufnehmen, dass ich weiterhin in meinem Rhythmus bleiben kann. Viel mehr Zeit habe ich jetzt allerdings auch schon wieder nicht. So, Laser Repellent, was hast du zu bieten? Okay, diese Grafik, die, ja... Manche Leute nichts ist. Look out for lasers. If anything touches the red target, the nearest laser will fire. Starblock. Da ist ein Starblock. Okay. Aus dem Starblock kommen sozusagen die Laser raus. Und wenn... Ah, ich... Okay, I see. Okay, das ist interessant. Wir haben also praktisch so kleine Todesstellen. Mhm. Uiuiui. Okay. Das heißt, man muss wahrscheinlich die ganze Zeit in Bewegung bleiben. Und dann muss ich irgendwie da hochkommen. Und... Ah, der zerschießt mir... Die zerschießt mir auch noch das Zeug zusätzlich. Okay. Ah, ich glaube, ich muss die so anspringen. Ja. 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 Verstanden. Zack, zack, okay. Okay. Okay, das könnte cool werden. Das könnte wirklich cool werden. Mal gucken. Hat Potenzial. Die Musik, muss ich jetzt wieder sagen, hätte cooler sein können. Die finde ich zu nichts aussagend. Da hätte so richtig Partymusik, irgendwie sowas. Na, was halt Party? Party nicht, aber da hätte es so viel Besseres gegeben, was man hätte nehmen können. Das weiß ich, Rainbow Road, irgendwie solche Sachen. Aber die finde ich ein bisschen... Oder alles aus VVV. Hier würde alles aus VVV passen. So. Nein. Ups, wolltest du nicht mitnehmen? Oh, die Musik nervt mich ein bisschen. Kann ich hier die Musik ausmachen, aber die Sounds... Oh, wie ist denn das? Kann ich Musik Hintergrund ausmachen, aber Sounds beibehalten? Ich glaube nicht, ne? Lass mich mal ganz kurz gucken. Nee, ich glaube, das ist... Nee. Nee, ich glaube nicht. Also, weil man konnte ja verschiedene Spuren, konnte man ja, glaube ich, über in Setsnest zum Beispiel ausstellen. Aber ich weiß nicht, ob man Musik und Soundeffekte einzeln ausstellen konnte. Ich glaub's nicht. Lass mich mal... Oh, das ist... Ich hasse das so sehr. Man geht einmal in die Einstellungen, verändert nichts und plötzlich dreht er einfach hoch. Das ist... Ich verstehe das immer nicht. Jetzt muss ich einmal wieder runterdrehen, damit es wieder so ist. Es ist mir ein Rätselchen. Ach hier, Channels. Es gibt verschiedene Channels. Okay, lasst mich kurz was probieren. Die Zeit nehmen wir uns jetzt. Mir egal. Ja, sind alle Channels noch da, scheinbar. Hm. Okay, es gibt keinen Channel für die Hintergrundmusik. Hä, jetzt sind alle Channels aus. Ach so. Also die... Ah, das liegt wahrscheinlich an MSU1. Das ist gar keine echte Hintergrundmusik. Also das ist nicht Hack-Hintergrundmusik. Deswegen kann ich die wahrscheinlich auch nicht ausmachen. Ich könnte nur den ganzen Sound ausmachen, aber ich weiß nicht, ob ich den Ton brauche. Wegen dem Gefühl. Aber wir probieren es jetzt mal aus.
So, ich will nämlich, pass auf, ich mache jetzt alles komplizierter, aber es macht überhaupt nichts. Ich will nämlich ein folgendes Lied will ich laufen lassen. Pass auf, kommt gleich. Hier, wo ist mein, da, hier, zack. Und dann brauchen wir, wo kann ich hier denn suchen? Da. Zack, 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 zack. Da ist es. Das will ich haben. So, ich muss ein bisschen leiser hier machen. So, dann muss ich auf Repeat stellen, dass mir nichts anderes hier reinspringt. So. Ist jetzt auf. Nee, nein, Dauerrepeat. So. Und let's go. Okay, ich weiß jetzt nur nicht, ob ich ohne Soundeffekte das richtige Gefühl habe. Das wird sich jetzt zeigen. Aber merkt ihr, wie viel besser dieses Lied passt? Ich liebe Positive Force. Ach Mann. Noch wird's nix. Aber gefühlsmäßig ist es das gleich wie ohne, also wie mit Sound, das passt. Bisher. Jetzt. Und jetzt geht's dann, keine Ahnung, wohin weiter. Was will ich mit der roten Shell? Was will ich mit dem Swamp? Was war da für ein orangener Balken? I got it! Die Shell selbst, wenn ich die hochwerfe, dürfte auch die Laser auslösen. Das ist cool. Okay. Muss gleich kurz Nase putzen. Kommt schon wieder die Heuschnupfenzeit. Das ist furchtbar. Einen Moment, ich mute mich. Ihr habt ja eh schöne Musik. So. Ja, bedeutet auch, aber jetzt ist es wieder deutlich schwieriger zu erkennen, ob jemand erkältet ist oder einfach nur Heuschnupfen hat. Naja. Schauen wir mal, was wir draus machen in der Gesellschaft.
Nein! Warum hat der so einen generischen Soundtrack? Das ist, der hat so gute Ideen teilweise gehabt, wie zum Beispiel hier dieses Escape the City, ne? Bei diesem Rennlevel. Das war super gut und dann macht er hier irgend so was ganz Generisches, was super langweilig ist. Das habe ich nicht. Oh. Oh, die schießt zweimal, weil die Shell wieder runterfällt. Ui. Okay. Wie gehe ich da weiter? Ich glaube, da brauchen wir mal ein State langsam. Na, wenn ich auf dem Block bin, ich glaube, da setze ich mal ein State. Jetzt haben wir... Oh mein Gott, das ist der nächste Vorteil von unserer eigenen Hintergrundmusik. Jetzt haben wir ja hier, jetzt habt ihr gar keine Sounddefizite, wenn ich State setze. Das ist ja auch schön. Komisch ist halt, dass man jetzt also gar keine Sounds hat, ne? Das ist ein bisschen komisch. Aber mein Gott. Also ich hoffe, ihr fühlt Positive Force genauso wie ich. Ja, aber wie geht's denn dann weiter? Spring ich dann direkt da? Okay. Okay, I see. Mhm. Okay, nice. Okay, das ist ja... Oh, das ist übelst cool. Die Stelle hier ist ein bisschen schwierig. Aber das ist auch bisher die einzige. Ansonsten ist das echt nice gemacht hier alles. Aber wie habe ich das denn gerade gemacht, dass ich da durchgekommen bin? Ah, so. Okay, nice. Ah, ich hab's gecheckt. Ich darf die nicht in die Hand nehmen. Ich muss die einfach anstupsen. Oh, stellt euch vor, wir hätten jetzt wieder, ne, den State-Sound sozusagen. Also, dass die Musik die ganze Zeit abbricht. Ey, das ist so gut mit eigener Hintergrundmusik. Nur leider sind halt die Spielsounds damit weg. Ich weiß nicht, ob man das MSU1 einzeln wegmachen kann. Hm. Ja, egal. Wir wollen es jetzt auch nicht übertreiben. Nee, ich muss die schon. Ich muss schon einen Shell-Jump machen. Die ist sonst zu niedrig. Glaube ich. Okay, wir setzen nach dem Abschnitt hier in den State. Weil der, also die Stelle ist öh. Das ist aber auch die einzige Stelle, die öh ist. Ups. Ups. Ach komm. Wie verhindere ich das? Weil der ist sehr nah dran, der Block. Wie verhindere ich das? Ich probiere es jetzt trotzdem mal so. Ne, das haut... Ah, warte. Doch, genau so. Genau so. Oh, den... Okay, den muss ich jetzt irgendwie auslösen dann. Ey, das Level ist super cool. Ba, ba, da, ba. Nein. Ups. Nein. Nein.
Aber ich glaube, für ohne States wäre es mir zu... Gibt zu viele Stellen, an denen ich zu oft versage. Also so ein kompletter Durchlauf, es würde, glaube ich, echt lange dauern hier. Mensch! Ah! Ärgerliche Momente. Jawohl. Fast. Okay, da kommt aber auch schon der Midway. Also das ist... Ich will. Wir können es nachher nochmal ohne States probieren. Ich will es jetzt erstmal durchspielen. Ich glaube, es ist doch... Also... ja. Es sind schon ein bisschen viele States gewesen, die ich jetzt für meine Empfindungen gemacht habe. Aber naja. Wie gesagt, wir können es nachher nochmal ohne probieren. Jetzt ist es erstmal so. So, what now? Okay. Komme ich an den Kollegen ran? What? Wieso hier? Hä? Kann man denn gar nicht ran? Vielleicht später. Ah, wir springen zurück. I see. Dann. Ja, und, an den Stacheln Schellschirm oder was? Oh, what? What? Mach dich mal weg. Ja, aber wie komme ich jetzt... Wie soll ich in den Bieselschrank kommen? Nee, also die, da oben kriege ich nicht weg. Ich kann mir nur vorstellen, dass ich hier an den Stacheln einen Schellschirm machen soll. Ach. Voll rein. Okay. Na, das war die falsche Seite. An den Stacheln wird auch interessant, weil ich weiß da gar nicht, wo genau dann der Abprallpunkt kommt. Mann! Ich mach immer genau den gleichen Rhythmus. Ja. Vielleicht ein bisschen hier warten, ein bisschen hier warten. Nee, es passt nicht. Es passt nicht. Wie komme ich da dran vorbei? Es gibt's doch, dass ich... Also, kurz warten. Jetzt, genau. Okay. Ja, aber dann ist ja der Ding... Hey, aber wie gehe ich denn dann zurück? Weil dann ist ja der Ding weg. Die Plattform, auf die ich gesprungen bin. Irgendwas mache ich generisch falsch hier. Ja, oder ich bringe auch gar nichts mehr zurück. Das ist auch in Ordnung. Menno. Dass ich das genau... Es gibt's doch nicht. Selbst wenn ich kurz warte, schießt er mir genau ins Gesicht. Ist das zu glauben? Müsste der nicht anders schießen, wenn ich einen Ticken warte, ob ich... Ah, jetzt. Ah, okay, ich wollte schon sagen, das kann ja nicht sein. Okay, cool. Da tauchen Blöcke auf. Anders kann es ja, wie gesagt, eben nicht sein. Ja, und das, worüber ich mir Sorgen gemacht habe, dass ich nicht weiß, wo die Abprallstelle ist, das ist das geringste Problem. Das ist auch in Ordnung. Gut, vielleicht treffen wir auch den P-Switch einfach nicht. Jetzt habe ich halt auch keinen P-Switch-Timer, den ich auslaufen höre, aber wird schon funktionieren. Ich meine, ich muss eh die ganze Zeit in Bewegung sein und schnell sein, also passt schon, I guess. Sollten wir ihn brauchen, kann ich den Sound ja auch wieder anmachen. Ist ja jetzt nichts, wir haben jetzt ja auch lang genug Positive Force gehört. Ich wollte damit ja nur demonstrieren, wie viel bessere Musik es hierfür gegeben hätte. Da wären mir noch ganz andere Lieder eingefallen. Aber gut. Wie
gesagt, alles aus VVV würde hier passen. So nicht nur Positive Force. Ich weiß jetzt nicht, wie die anderen heißen. Das ist das Problem. Weil VVV einfach einen super Soundtrack hat, der zu richtig vielen Sachen passt. Das ist einfach so richtig gute rhythmische Musik. Mein Gott, nochmal. Ich mache ein State, nachdem ich da gelandet bin. Nee, ja. Nicht ganz. Nicht ganz. Ich muss sofort abspringen. Ich glaube, dann funktioniert's, ne? Ich glaube, dann... Ja, dann klappt es genau. Wenn ich sofort abspringe, passt's. Ups, wo bin ich denn jetzt reingeraten? Ach, da oben in die Stachel. Huch. Mir noch nie passiert. So. Jetzt, la, hier einmal. Ups. Einmal hoppa und hoppa und dann da hoch. Und dann dahin. Und den drücken. Habe ich ihn erwischt? Also er ist ja da. Ah, der State läuft. Der P-Switch läuft. Ich muss, okay. Bin ich jetzt mit dem Spin-Jump? Nein. Wait. Also der P-Switch ist auf jeden Fall schon ausgelaufen, aber wie komme ich denn jetzt hier weiter? Ja, ich muss doch... Da oben sind auf jeden Fall nochmal P-Switch-Blöcke. Also den muss ich auf jeden Fall... Ich glaube, dann muss ich damit direkt weiter. Ich glaube, dann darf ich da nicht zweimal springen. Ich glaube, da muss ich direkt weiter. Anders kann ich mir das nicht erklären. Da müssen wir mal genau anschauen, wo noch überall P-Switch-Blöcke sind. Weil sonst geht es da drüben nicht weiter. Das war ziemlich offensichtlich. Mann! Ach ja, okay, die Wolke darf nicht gegessen werden. Von der Wolke aus muss ich einen Spin-Jump machen. I got... Und die Pflanze schieße ich ab, indem ich den hier auslöse. I got it. Ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert. Da nicht drüber. Unfassbar. Bei zweimal springen, ich glaube, das ist zu viel. Ich glaube, da ist zu viel Zeit weg. Und wir haben es ja gerade gesehen, es geht mit einmal. Ja. Ist halt knapp, aber machbar. Und ich denke, wenn es machbar ist, muss man es auch schon so machen. Das ist schon sehr knapp abzuspringen hier. Mann! Nee, also am Stück wäre es nichts. Wir lassen das mit dem ohne Save States nachher. Das Level ist ein Level, was wir nicht geschafft haben. Aber es ist ein schönes Level. Nur ein bisschen viel Präzisionszeug. Ey. Oh, scheiße. Den wollte ich nicht. Ist der gut? Ja, er ist okay, aber...
nicht optimal. Okay, das ist, glaube ich, ganz gut. Okay, ich glaube, ich schieße die Pflanze nicht mehr ab. Ah, verflucht. Ich bin zu langsam? Was? Geht es von hier gar nicht mehr? Hätte ich treffe die überhaupt. Also, die ist ja schon komplett weg. Okay, ich bin zu langsam. Chillig. Aber an welcher Stelle? Also, wie? Also. Wo hätte ich denn da jetzt schneller sein können? Das kann, hier kann es ja noch nicht sein. Also, hier löse ich die Pflanze ja noch nicht aus. Also den Safe State, wenn ich den P-Switch drücke, kann ich auf jeden Fall lassen. Ja, gut. Ach, ja, toller State. Oh, warte. Oh, der ist sogar gut. Aber wo? Also, wie? Also... Check's nicht. Ich komm doch nicht schneller da. Also, warte, vielleicht muss ich dann doch zweimal springen. Vielleicht mache ich genau dadurch. Das könnte sein. Warte, das könnte sein. Dass ich dadurch dann die Pflanze erst später auslöse und viel besser rüberspringen kann als vorhin. Ja. Okay, ich habe nichts gesagt. Okay, ich habe nichts gesagt. Alles gut, alles gut, alles klar. Ich muss hier zweimal springen. Ja, und da ist der Block. Okay, alles klar. Gut, 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 gut. Da ist der Block, den ich gemeint habe, den ich benötigen werde. Gut, verstanden. Dann ist die Stelle hier gar nicht... Oh, das war blöd. Dann ist die Stelle hier gar nicht so schlimm, weil man ja eben zweimal springen kann und nicht so knapp abspringen muss. Okay, okay. Das macht meinen Grund, warum ich gesagt habe, wir probieren das nicht nochmal ohne Save States wieder ein bisschen weg, aber ja. Man merkt es trotzdem, dass ich schon ziemlich lange bräuchte, bis ich das am Stück alles hinkriege. Also das ist einfach der Punkt. Yikes. So, zack. Nein! Hallo. Was machen wir da? Ich gehe davon aus, dass der P-Switch an der Stelle dann schon ausgelaufen sein darf. Wir nicht noch mehr Zeit hetzen müssen. I don't know. Voll reingesprungen. Oh, das ist ein schlechter State. Den kriegen wir aber gleich gerettet, indem wir den einfach neu setzen. Und mein Gott. Da sieht man, wie schlecht der ist. Ich komme nicht von der Ranke weg wieder. Nein! Oh, jetzt habe ich es versaut von vorn. Das meine ich, das sind so Stellen, wenn ich das komplett ohne Stage spiele, dann. Das geht zu oft schief. Und das, naja, genau, den kann ich nicht laden. Nein, ich kann den nicht laden, hör auf, den zu laden. Wenn man einmal drin gewohnt ist, anstatt beim Sterben auf B zu drücken, anstatt zu warten, das ist so dumm. Nur weil ich mich versafe-stated habe. So. Mann!
What? Wieso? Nee, nee. Na bitte. So, den State wollte ich haben. Der ist nämlich jetzt voll in Ordnung. So, was jetzt? Wir schmeißen das Ding da hoch. Dann wird der Swamp abgeschossen. Dann landen wir da unten. Gut. Ich hoffe nicht, dass der P-Switch immer noch laufen muss. Aber wir werden es ja gleich sehen, ob da nochmal irgendeine P-Switch-Wand kommt. Aber es sieht nicht danach aus und ich glaube, bis dahin müsste der wirklich ausgelaufen sein. Okay. Der erschießt das Ziel, das darf der aber, weil das Ziel kommt ja wieder. Ich hole mir jetzt erstmal meinen Mond, der hier hinten bestimmt ist. Hier ist kein Mond. Ja, das Ziel ist weg. Okay, wie kann ich denn verhindern, dass er das Ziel erschießt? Und wieso ist hier nirgendwo ein Mond? Brauchen wir nicht in jedem Level einen Mond? Aber vielleicht ist ja ein Laser Repellent kein Mond. Das kann ja sein. Ich dachte, wir brauchen in jedem Level einen Mond, aber vielleicht ja auch nicht. Also, weil von den Monden, die mir noch fehlen, hatte ich das doch irgendwie so abgezählt. Aber wie gesagt, vielleicht habe ich mich irgendwo verzählt oder und ich habe irgendwo kommt noch ein Level dazu, was wir nicht wissen und so weiter. Da kann ja alles sein. Das wissen wir ja nicht so sicher. Vielleicht gibt es ja noch ein finales Finallevel, was wir noch nicht auf der Karte haben. Da ist auch nochmal ein Mond. Weil die aktuelle Mondzahl heißt ja, es geht bis 49. Bis zum 49. Mond und so weiter, bla bla. Aber vielleicht kommt auch der letzte Mond in den Mondraum selbst. Könnte ja auch da was sein. Ja, man weiß es ja nicht. So. Aber wie verhindere ich denn jetzt, dass das Ziel zerstört wird? Das ist ja interessant. Da vielleicht sind beim Ziel vielleicht nochmal P-Switch-Blöcke, die ich jetzt halt einfach nicht sehe. Warte mal. Kann ich die von hier aus sehen? So nicht. Also kann ich von hier aus rüber gucken, ob da noch was kommt? Ah, ich sehe es nicht. Nee, ich sehe da nichts. Ach nee, ich bin dumm. Ich bin dumm, ich hab's kapiert. Ich hab's kapiert, das Ziel fährt ja hoch und runter. Ich muss einfach dann durchlaufen, wenn ich halt nicht gerade das Ziel treffe. Lul. Eigentlich ist es ist ja gar nicht schwierig, es ist einfach nur nochmal ein Gag am Schluss. Es ist einfach nochmal ein Gag. Falls man zu schnell reinspringt, dann nimmt man halt das Ziel weg. So, das ist der Punkt. Okay. Ja, okay. Dann ist es nicht weiter schlimm. Dann können wir da relativ gechillt angehen, die Sache. Das ist aber auch echt kurz gewesen, der Abschnitt hier. Perfekt, man könnte es echt ohne Saves jetzt nochmal probieren, oder? Ja, genau. Na, jetzt kann ich durchlaufen und alles ist easy. Wow. Böse Effekte. Okay. Gut. Ja, ist in Ordnung, ist in Ordnung, ist in Ordnung. Kein Mond allerdings. Jetzt gucke ich mal ganz kurz nach, ob wir Repellent Laser schon aufgeschrieben hatten als Mondlevel. Nee, tatsächlich nicht. Also bisher kam der Name nicht vor. Und wir haben schon ein paar Level, in denen noch Mond kommt, ne? Dieses Hot Girls, diese Secret Passage, wo ich noch Dings öffnen muss, SMC2, Yoshi Overdrive und so weiter. Also und so weiter habe ich noch nicht aufgeschrieben, aber mehr gibt's nicht bisher. Und wir haben 44 Mo Gehen wir es halt, zählen wir es halt nochmal kurz durch. Wir können jetzt ja, also jetzt davon, da wir wissen, hier ist scheinbar keiner, können wir es ja nochmal kurz durchgehen.
Also. Ach so, jetzt könnte ich die Musik auch wieder. Moment. So. Okay, ah, jetzt ist es wieder so laut. Auch wenn man es nicht jetzt bin ich so mitbekommt, aber ja. Aber man hört nochmal den deutschen Unterschied. Okay. Also da haben wir alles. Jetzt gibt es hier noch ein Level. Boon, es ist Simp. Es ist la. Was? Wieso bist du so? Wieso bist du so? Dich doch leiser wieder gemacht. So. Und dann haben wir hier ein Level. Hot Girls 21 Plus. Das ist übrigens unser nächstes. Ich habe davor ein bisschen Angst. Ich glaube, ich werde vorher wieder meinen NSFW-Filter hier einbauen müssen. Keine Ahnung. So, mach zwei Level. Hey, und dann sind wir schon hier. Wo ist jetzt Yoshi's Overdrive eigentlich? Habe ich irgendeine Abzweigung vergessen? Bin ich ein Doof? Habe ich irgendwo eine Abzweigung vergessen? Oder kommt es dann nach dem Tanisin-Level? Kann ja auch sein. Wundert mich nur. Hier waren wir auch. Da geht's nicht weiter. Also Endless RNG kann man ja wohl nicht schaffen, scheinbar. Hat ja kein Exit, hat es geheißen. Hey, wo ist denn dann Yoshi Overdrive? Vielleicht kommt nach der Secret Passage noch Zeug. Vielleicht sollte ich die erst mal machen. Weil hier ist nichts mehr, ne? Da ist auch nur dieses eine Level gewesen. Nicht doof? Wir haben noch nie. Haben wir schon mal Yoshi Overdrive gelesen? Ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon mal Yoshi Overdrive gelesen hätten. Da ist nur Full Tilt. Hier ist das Pange. Das hat übrigens nichts mit Panga zu tun gehabt, aber das haben wir selber gecheckt. Das war ein echt komisches Level. Da ist auch nur dieses eine Level. Anders hin kann ich da auch nicht gehen. Aber ich sehe auch kein X mehr auf der Karte irgendwo. Bin gerade echt verwirrt. Hier noch irgendwas irgendwo verpasst? Aber hier ist auch kein X irgendwo. Vor allem, wo könnte Yoshi Overdrive? Also, es müsste ja auf einer Karte irgendwas. Es müsste irgendwo ein X sein. Level, die nicht geschafft sind, sind ja mit einem X normalerweise markiert. Das ist Yoshi Playtime. Das hat mit Overdrive nichts zu tun. Die haben wir auch alle abgeschlossen hier. Ja, hier ist dieses X. Aber, also ich glaube, die Secret Passage führt noch in eine andere, also in eine andere Minimap. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Dass das noch in eine andere Minimap führt und da dann Yoshi's Overdrive mit dabei ist. Weil bisher sehen wir keine Minimap mit einem weiteren X. Das da unten, dieses X, das hier, das ist dieses Hot Girls Level. Ha. Ja gut, aber dann machen wir, weil ich jetzt, also ich habe jetzt nicht so die Zeit, um das ganze Zeug runterzuladen.
das mit Yoshi.smc, Yoshi, mit Dings SMC2 machen wir dann später. Wir machen jetzt die nächsten zwei Videos erst noch die anderen zwei Level da, die noch fehlen. Und dann ja. Also hier Boon is a Simp und das Hot Girls Level. Die zwei machen wir dann noch. Und dann gucken wir uns die Secret Passage an. Weil das da oben ist meiner Meinung nach das letzte Level. Es könnte halt noch sein, dass dann noch ein Final-Level kommt. So, das kann halt noch sein. Oder dass bei dem Mond noch irgendwas Finales dann ist. Aber ich denke, also das hier will ich auf jeden Fall als letztes machen. Von allen, die ich zur Verfügung habe. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.